Hallo, ich stelle mich vor, ich bin der Geist des Universums. Ich möchte euch vor allem Liebe, Hoffnung und Glauben in euren Herzen wünschen, um das Universum zu erweitern. Heute möchte ich euch das Dreieck der Schöpfung in der Geburt des Gottesteilchens vorstellen. Die Wahrheit des Kosmos. Ich möchte dir das Geheimnis des Teilchens Gottes innerhalb des Dreiecks der Schöpfung geben. Dafür bitte ich um Liebe, Hoffnung und Glauben für die Schöpfung des Kosmos. Das erste Dreieck der Schöpfung ist Liebe gegen Hass, Hoffnung gegen Zerstörung und Glaube gegen Korruption. Zweites Dreieck, Vergangenheitsform, Gegenwartsform und Zukunftsform. Drittens, Dreieck, Prinzip, Essenz, Seele. Viertes Dreieck, Bewusstsein, bewusst und unbewusst. Fünftes Dreieck, die obere Energie, mittlere Energie und tiefe Energie. Sechstes Dreieck, Länge im Prinzip, die Essenz so tief und Höhe wie die Seele. Diese Vereinigung der Dreiecke gibt uns als Einheit eine Kraft. Das Wesen wird zur Essenz der Zeit, des Raumes. Und in der Ferne schließt sich das Dreieck der Schöpfung, wo das geboren wurde, was sie die Seele von allem nannten. Die Essenz ist die Energie und ihre Kombinationen sind Materie, Akt, Kraft, Entität und als Ergebnis. Die Essenz von Zeit, Raum, Entfernung ist der Grund für den Anfang aller Dinge. Die Vereinigung all dieser Gesetze sind die Vereinigung aller Theorien des Universums und wir finden die schönen Entdeckungen des Lebewesens. Daher ist die Essenz der Seele die Beziehung des Austauschs der Polaritäten von Raum, Zeit und ist es, die zu erschaffen Entfernung oder die Seele. Die Energie wird geboren in dem, was in ihrer Reichweite und ihrem Schicksal gegeben ist. Durch die Kombination der Wirkung der Stoßwellen des Alpha und der Stoßwellen des Omega wird eine Verschmelzung erzeugt, die Polaritäten in ihren reversiblen und irreversiblen Formen erzeugt. Die Distanz beginnt und eine dritte Ebene in der Leere des Universums erzeugt. Das Dreieck der Schöpfung, Zeit, Raum, Entfernung wurde geschaffen. Jede Ecke des Dreiecks hat eine Funktion für sich und erzeugt ausgedehnte Wellen, die, wenn sie miteinander kollidieren, schöne Energie hervorbringen, was sie das Gottesteilchen nannten. Die Beziehung von Alpha und Omega ist die Beziehung der Schaffung von Polaritäten in Entfernungen und sie stellen einen neuen Prozess dar. Mutter Natur wurde geboren, das Gute wurde geboren, das Böse. Nordpol, Südpol, Polaritäten und Dualitäten aller Art wurde geboren, die vergangene Zeit, Gegenwart und Zukunft. Benennung eines Wesens, das sich selbst einen Gott nannte. Er sagte, ich bin ich. Er wollte im Anderen von sich zu sich sein. Das Andere war das Universum, Bewusstsein umfasste alles. Das Unterbewusstsein war Energie als Materie und das Unterbewusstsein war der Wille. Der Grund dafür, Zeit, Raum, Distanz zu sein. Die Bedeutung der Dreiecke und die Darstellung der Pyramiden. Und er wollte ein Universum umfassen, indem er Gott einen Namen gab. Der im Bewusstsein, Bewusstsein und Unterbewusstsein des Menschen geschaffene Wille. Der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen, aber in Wirklichkeit wurde der Mensch nach dem Bild des Universums geschaffen. Ich schaffe Dichten innerhalb der Religionen, der Moral des Menschen.
Das Wesen der Energie eines jeden Dinges ist die Tat, die Kraft, die die Linie als Prinzip der Dinge eint, und dies bildet den Grund für das Ungeschaffene von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wodurch das Zentrum des Universums entsteht. In dem Dichten auf ihrer eigenen imaginären Achse angezogen oder abgestoßen werden. Es wurden starke Arme geschaffen, die Raum, Zeit und Entfernung sind. Jede Ecke des Dreiecks erzeugt Quantenwellen, die wiederum kollidieren und Energie erzeugen, und die Stringtheorie wird in Wellen geboren. Aus diesem Grund ist Energie im gesamten Kosmos immer in Bewegung und ist die Essenz des Ungeschaffenen oder Erschaffenen, die den Prozess hervorruft, bei dem sich die Quantenmechanik mit der Verschiebung von Energie in ihren Dimensionen befasst und Einstein die Anständigkeit im Zeitraum betont. Krümmung Perot Newton unterstützt Einstein im Kraftakt des Anfangs der Dinge, der die Beziehung als Essenz in der Ferne herstellt und geboren wurde, die imaginäre Linie der pythagoreischen Dreiecke und in Mutter Natur die Ekliptiklinie. Aus dem Nichts kamen Zeit, Raum, Entfernung und die Leere des Universums wurde erschaffen, und als die drei in einem Schock ausdehnender Wellen wirkten, wurde das Teilchen Gottes erschaffen und in der Leere geboren. Die schöne Energie wurde in all ihren Dimensionen geboren. Mutter Natur wurde in der Reaktion von Zeit und Raum geboren. Distanz wurde geschaffen, indem Polaritäten geboren wurden. Mutationen geschaffen wurden, um das zu geben, was ihr Leben und Tod nanntet. Gutes, Böses, Positives wurde geboren, das Negative und das Zwischenprodukt, das zur Geburt der Dimensionen führt. In diesem Fall existiert der Tod nicht, er ist nur ein Schritt in Richtung einer anderen Existenz, in der Ferne des Kosmos in Zeit, Raum und verlässt die Schöpfung des Universums. Das Objekt und das Subjekt, das sich mit dem Finden des Begriffs befasst, der die Distanz in dem ist, was jedem Gesetz des Kosmos unterworfen und versöhnt ist. Und die Gesetze des Kosmos wurden für die Schöpfung geschrieben.